Vielen Dank an den harten Kern, der es die ganze Runde durchgehalten hat. Es ist ja doch die lange Runde gewesen heute, mit ein bisschen Verspätung. Und insofern sind wir stolz auf uns alle, dass wir für unsere Freiheit und für unser Recht auf Selbstbestimmung immer noch schön auf die Straße gehen. Wir haben jetzt auch ein paar Redner. Der erste ist der Mario, der möchte euch einen Witz erzählen. Hallo, mal was anderes. Ein Witz einmal, das jetzt ein bisschen lustig ist. Geht ein Mann in die Bar, setzt sich auf den Tresen und kommt der Barkeeper und fragt, was wollen Sie trinken? Sagt er, drei Bier. Bringt ihm drei Bier, trinkt er aus, kommt der Kellner nochmal, fragt er, was wollen Sie trinken? Wollen Sie noch was? Drei Bier bitte noch. Bringt ihm die drei Bier, trinkt das aus, fragt er, nochmal drei Bier? Sagt er, ja, drei nehme ich noch. Geht er zu ihm hin und sagt, warum bestellen Sie mir drei Bier und nicht ein Bier nach dem anderen? Und sagt er zum Kellner, dieses Bier gehört meinem besten Freund, der lebt in New York. Dieses Bier kennt mein zweiten Freund, der lebt in Australien und das ist meins. Trinkt aus, geht er. Eine Woche drauf, kommt er wieder. Sagt der Kellner gleich, drei Bier. Sagt er, nein, nur zwei. Denkt sich der Kellner, was ist denn jetzt los? Bringt ihm die zwei Bier, fragt er, Entschuldigung, dass ich Sie so frage, aber ist irgendwas passiert mit einem Freund von Ihnen? Sagt er, nein, nein, denen geht's gut. Ich habe überhaupt keinen zu saufen. So, hallo liebe Freunde, ich möchte mich halt mal zuerst mal entschuldigen. Und zwar, also ich komme ja von Vorarlberg und ich möchte mich für diesen Burschen da entschuldigen, wo jetzt gerade in Wien den Gesundheitsminister spielt. Ich weiß nicht, was hat der früher gemacht in Vorarlberg? Für die Radl war er glaube ich zuständig, das wäre besser geblieben. Auf jeden Fall. Ihr habt es ja heute gehört, er will ja im Herbst die Auffrischungsimpfungen. Er hat ja dazu auch schon wieder 800.000 Dosen noch bestellt. Zu den, glaube ich, haben wir noch 40 Millionen Lagern oder sind die jetzt eh schon? Aber ich sehe, wo die verspritzen sowieso immer dasselbe. Und ich möchte dazu noch sagen, nicht alle Vorarlberger sind gleich, es hat super Vorarlberger gegeben. Ich muss es jetzt sagen, ein Vorarlberger, der den Dom gebaut hat und nicht braucht, das war ein Vorarlberger. Okay. Auf jeden Fall. Der Minister, der sagt heute, es gibt die Auffrischungsimpfungen, weil nämlich die Impfung der einzige Schutz bietet. Und jetzt schaut man auf die Landeskrankenhausseite von Feldkirch. Das könnt ihr gerade reinschauen, ihr könnt googeln, Landeskrankenhaus Feldkirch, Covid. Und da könnt ihr lesen, 15 Leute sind auf der Covid-Station, 14 davon sind voll immunisiert und einer ist nicht voll immunisiert. Ihr könnt davon ausgehen, der, der nicht voll immunisiert ist, der ist sicher auch gespritzt. Also bitte, diejenigen, die schon die Impfung haben, macht's nicht weiter, schützt eure Kinder und warnt die Leute davor von diesen Burschen. Die meinen es wirklich nicht gut und nicht nur die in Österreich, sondern die auf der ganzen Welt. Ihr müsst nur die Gesichter anschauen, die schwitzigen Gesichter und ihr seht, was da los ist. Bitte passt auf, habt Kraft und sagt es den Leuten. Die sind wie hypnotisiert und ich weiß, es sind so viele Leute, die haben den Mut, die haben den Mut. Bitte geht's auf die Straße, bitte sagt's und schreibt's raus. Das ist jetzt ganz wichtig. Danke. Also an meinen Vorredner muss man natürlich einmal sagen, weil er gefragt hat, wie viele Millionen Impfdosen wir noch haben. Das ist völlig wurscht, weil das Wichtige in Österreich ist grundlegend einmal, dass einmal die Zahlen steigen. Egal wofür. Und wenn es einfach nur für die nachbestellten Impfdosen ist. Aber das möchte ich jetzt gar nicht hier weiter ausformulieren, weil ich glaube, das Thema Impfpflicht und Impfdebatte und Impf-irgendwas haben wir jetzt eigentlich schon durch. Es ist zwar nach wie vor gültiges österreichisches Gesetz, das halt nur nicht verfolgt wird, aber lassen wir diese Hydra mit der Impfpflicht mal weg, lassen wir mal die Maskenpflicht weg, auch wenn die bis 8. Juli verlängert ist, sondern wenden wir uns der Tatsache zu, dass wir ja bald in Europa neben den Maßnahmen rund um den Great Reset und den Gesundheitsfaschismus, der da betrieben wird, im Moment ja auch ein bisschen eine kriegerische Stimmung haben.
Und es gibt ein unglaublich tolles Video, das man im Netz finden kann, wahrscheinlich jetzt, nachdem ich sage, nicht mehr. Ich weiß, wir haben keine Zensur und es wurden nie Kanäle gelöscht und es wurden nie Videos wegen Community-Standards rausgenommen aus dem Netz. Aber ich vermute trotzdem, man wird es, nachdem man es erwähnt hat, nicht mehr finden können. Das ist in der Vergangenheit auch ein, zwei Mal so passiert. Da arbeiten, glaube ich, Schwurbler in so einem Netzbetrieb. Wie dem auch sei. Es gab da diesen tollen G7-Gipfel, bei dem bestimmt wurde, dass die EU-Staaten 500 weitere Millionen für Waffen für die Ukraine loseisen werden. Das sind 500 Millionen, die nebenbei die aktuelle Inflation steigern werden. Alle, die sich fragen, was jetzt die Inflation ist, das ist das, was in Österreich dazu beiträgt, dass der Sprit sehr teuer ist. Das ist das, was dazu beiträgt, dass die Butter, weiß ich nicht, 100% teurer geworden ist, etc., etc., etc. Also ich vermute mal, ihr seid alle Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, ich meine bildungsfern, rechtsradikal, Aluhut tragen, wissen wir schon, aber ihr seid aus der Mitte der Gesellschaft, das heißt, ich muss euch wahrscheinlich nicht erklären, was der Warenkorb so ungefähr kostet und was die Teuerung neuerdings so ausmacht. Entscheidend ist aber nicht, dass ich dabei auf die Inflation eingehen will, weil, wie gesagt, so unser tolles System, wo wir dann wieder Boni auszahlen, an die Vorstände von irgendwelchen Energiegewinnlern, die wir in Österreich zahlreich haben. Unser Landeshauptmann ist ja da quasi selber mit involviert, aber das ist nur nebenbei. Entschuldigung, ja, ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Wie dem auch sei, man kann in diesem Beitrag, den ich da erwähnt habe, sehr schön sehen, dass die ganzen Vertreter aus der hohen Politik aus Europa sich da nahe kommen, Hände schütteln, sich tuscheln, unterhalten, damit die Medien, sofern sie vielleicht doch noch ein bisschen ein journalistisches Ehrgefühl haben, nicht hören, was da vielleicht im Stillen abgemacht wird. Und sie tun das alles ohne Abstand und ohne Maske. Die einzigen, die dort Masken tragen, sind die Journalisten. Die sind nämlich dazu genötigt. Und jeder, der jetzt sieht, wie unsere Obrigkeit, unsere vermeintlichen Volksvertreter, sei es in diesem Land oder sei es eben im EU-Parlament oder eben auf irgendwelchen Meetings, wo man dann irgendwelche Kriegstreibereien betreibt, sieht, wie die agieren, ganz ungeniert, ohne Abstand, ohne Maske, der soll sich doch bitte mal fragen, warum Erna H., vollständiger Name der Redaktion bekannt, Kassiererin beim Lidl, oder Max Mustermann, blödes Musterbeispiel, Mitarbeiter beim Maximarkt und dergleichen 8 Stunden lang Dienst tun muss mit einer Maske, während man in Kaffeehäusl und in der Gastronomie das nicht braucht, aber wir das bis 8. Juli mal weitermachen. Und dann werden wir wahrscheinlich draufkommen, wir haben in, wo war das? Fürstenfeld? Feldbergkirch? Wo war das? Das Krankenhaus, wo nur 15 Leute liegen? Feldkirch. Und dann haben wir vielleicht doch in Feldkirchen dann bald 17 Patienten und dann müssen wir nicht nur die Maskenpflicht wieder verlängern, sondern dann brauchen wir mindestens einen 4. oder 5. Stich. Also ganz einfach, wach bleiben und die, die eventuell noch im Halbschatten bei diesem schönen Tag so vor sich hindösen, mal einen teuren Kaffee trinken, die Inflation und die Salzburger Preise machen das möglich und dann vielleicht noch aufwachen. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder nach demselben Motto. Nein, das sage ich jetzt nicht, weil Goschen halt ein Handy falten, da stehe ich gerade davor. Wir sehen uns, Dankeschön! Warten wir noch kurz ab, bis die Straßenreinigung vorbei ist. Zum Gesellen. Er muss ja die Maske wegfahren. Ah ja, was muss ich? Mario, muss ich versuchen. Es kommt Monsi. Monsi ist da. Liebe Freunde, grüße Gott. Ich komme aus Monsi mit meiner Freundin. Wir sind die Veranstalter von den Donnerstag-Spaziergang und von den Großdemos. Wie gesagt, ich möchte ganz kurz halten. Danke an Salzburg, dass ich wieder reden darf. Danke für den Spaziergang. Wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei. Es ist jeden Donnerstag ein Spaziergang. Er ist friedlich, aber lautstark. Ab 19 Uhr immer. Und die nächste Großdemo findet am 11. Juni 2022 in Monsi statt. Um 13 Uhr geht's los mit ca. 2 bis 3 Durchgängen in Monsi. Auch wieder friedlich und lautstark, aber gemeinsam. Vielleicht schaut vorbei. Danke. Danke.
vielleicht Kuchl auch noch. Bitte? Kuchl erwähnen. Ich weiß nicht, wann es ist. Dienstag 18:30. Ah, das ist Hallein. Ah, Hallein meine ich, ja. Kuchl sage ich. Dann möchte ich noch gerne daran erinnern, in Hallein ist auch noch eine Demo jede Woche. Dienstags 18:30 in Hallein auf der Pernerinsel, bitte. Zahlreich erscheinen. Es ist mir einfach schon zu viel. Da muss man allerdings natürlich schon dazu sagen, Hallein ist nur was für die ganz Tapferen und die ganz Harten. Hallein ist nur einen Fledermausflug von Kuchl entfernt. Und die Schwurbler werden es wissen, Kuchl ist so ähnlich wie Tirol. Kuchl war mal eine militärisch abgeriegelte Enklave, weil in Kuchl, da ging der Tod um. Und ja, in Tirol her, oder zumindest in Teilen von Tirol. Also, wie gesagt, Hallein ist nur für die ganz Taffen immer Dienstag 18:30 Uhr. Zum Schluss muss ich jetzt schon mal sagen, so an die außenstehenden jungen Menschen, mir wird Würstel vom Imbiss im Heu stecken bleiben und ich würde mich am Sonntagskaffee verschlucken, wenn ich so faul und träge wäre, und die alte Generation aufstehen lassen für meine Freiheit und für meine Zukunft. Bravo! Es kann nicht sein, dass die einfach wegschauen und die ganze Zeit warten, dass es besser wird und glauben auch, da kommt eh nichts mehr. Und die alten Leute denken nach, stehen auf der Straße und schauen, dass die Zukunft halbwegs lebenswert wird. Ich dachte mich schauen, wenn ich jung war, wenn ich richtig jung war, so 16 bis 25, würde ich mich richtig schauen. Schaut endlich einmal hin, schaut euer Gehirn ein. Es wird Zeit! Bravo! Also grundsätzlich bin ich da natürlich ganz bei der Kerstin. Man muss allerdings schon dazu sagen, ich finde diesen Angriff nicht ganz gerechtfertigt, weil unsere Jugend hat alles getan, was notwendig ist. Sie haben sie mindestens dreimal impfen lassen für die Freiheit. Ich finde, das verdient einen Applaus. Und man muss auch eins dazu sagen, ja, wir werden irgendwann einmal, auch wenn wir vielleicht nicht an diesem komischen medizinischen Wahnsinn in der Auswahl teilnehmen, wie es vielleicht gewünscht wird, irgendwann den Weg allen Irdischen gehen. Ich weiß, bis 2020 ist in Österreich offiziell keiner gestorben. Die waren zwar weg, aber gestorben wird in Österreich erst seit März 2020. Nichtsdestotrotz, diese vorhin erwähnte, aktuell dreimal für die Freiheit geimpfte Jugend, die wird später irgendwann die Staatsverschuldung tragen müssen, die wir jetzt in den letzten 25 Monaten geschaffen haben. Und sie werden später theoretisch unsere Renten zahlen, ganz brav, weil sie ja so solidarisch sind. Und sie werden die Schulden weitertragen für alles, was bis dahin noch in Europa kommt. Und wenn wir so weitermachen, müssen sie vielleicht dann auch noch Russisch lernen. In diesem Sinne hätte ich gesagt, hacken wir nicht auf die Jugend hin. Die hat sie dreimal impfen lassen, die hat ein schweres Los. Die durfte nur bis 22 Uhr zum Wirten gehen und hat das brav mitgemacht. Ins Fitnessstudio durfte der eine oder andere auch nicht. Sein Instagram-Profil ist deswegen nicht mehr so ansehnlich. Also ganz ehrlich, lasst mal die Jugend in Ruhe. Die Alten sind ja selber schuld, wenn sie einfach noch für Grund- und Freiheitsrechte auf die Straßen gehen, wenn sie sich erinnern können, wie irgendwelche totalitären Systeme in der Vergangenheit begonnen haben. Die Jugend weiß es halt nicht mehr. Mein Gott, na, Distance Learning ist halt da nicht so gut. Ja? Macht nichts. Nochmal für die Jungen, die da jetzt zugehört haben und sich gelobt fühlen, googelt Ironie und Sarkasmus und solche Sachen einmal und dann schaut es einmal weiter. In diesem Sinne, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wir werden nicht aufhören, wir werden stark bleiben, Mut beweisen, so lange, bis endlich dieser ganze Schmarrn beendet ist. Und egal, was sie uns im Weg stellt, wir werden zusammenhalten. Und darauf bin ich stolz und ich bin auf jeden Einzelnen von euch stolz, dass er jeden Sonntag da ist. Danke sehr. Ich möchte da ganz gerne irgendwas sagen. Ich hoffe,
Du musst wieder klopfen. So. Und laut reden, ja. Ich möchte da ganz gerne mal was sagen und ich möchte dabei nicht gefilmt werden. Gesundheit wünsche ich. Mir geht's um die Kinder. Ganz kurz, wir sind drüber über die Zeit, gell? So, ich bin ein Mann und manchmal täusche ich einen Sarkasmus vor. Das kommt nicht bei jedem gut an. Sorry dafür, wenn es jemanden stört. Tatsache ist, ich habe jetzt vor lauter Rede fast vergessen, was ich sagen wollte. Ja, genau, bei Max. Einer unserer Mitstreiter, dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, hat die letzten zwei Sonntage durch Fehlen Aufmerksamkeit erregt. Das ist der Max. Der Max ist am 9. dieses Monats zu Fuß in Form einer Fastenwanderung nach Wien gegangen. Und ich habe gerade ein SMS von ihm erhalten, es geht ihm gut. Er ist jetzt in Herzogenburg und er wird am Mittwoch ca. 15 Uhr voraussichtlich am Platz der Menschenrechte in Wien ankommen. Und ja. Ach Gott, es ist schon bezeichnet, wenn man jetzt zweimal, wenn der Elvis Retter Akku ausgeht. Ich habe jetzt nachgewechselt. Also wie gesagt, ein bisschen habt ihr mitgeredet, er hat über einen Max gesprochen, unseren maximalen Fastenwander-Guru. Wie gesagt, wenn's vielleicht nach Wien am Mittwoch vorbeischaut, dann empfangt ihn beim Platz der Menschenrechte. Da lasst er dann sein Statement da, was er von Salzburg nach Wien getragen hat. In der Videobeschreibung verlinke ich euch die Gruppen, da kriegt ihr dann also die Telegram-Gruppen von Max. Da kriegt ihr nähere Infos, seid immer up to date, wo er gerade ist, was er so erlebt hat und speziell was dann geht, wenn er in Wien ankommt. Denn es geht ja nicht nur um einen Fastenwanderweg, es ist ja schon etwas sehr, ja, da geht es um Freiheit, 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 wie es der Max so schön sagt. Okay. Der Vergangenheitsroman hat sich gerade auf dem Platz von euch verabschiedet. Ja, der Zukunftsroman, meiner einer, hat sich jetzt ein bisschen dazwischen gedrängt. Eine kleine Aktion startet noch. Es wird brandheiß. Somit jetzt mal ganz kurz zum Vergangenheitsroman. Aber glaubt ihm nichts, es geht schon noch weiter, gell? Somit haben wir es jetzt. Wir machen jetzt eine After-Hour-Party. Die Sonne scheint, wir chillen, relaxen noch. Das ist immer Pflicht nach der Demo bei uns, da geht die Party erst richtig los. Gehabt euch wohl, bis zum nächsten Sonntag oder was gut, wo immer auch ihr euch blicken lassen werdet. Oder auch nicht. Baba!